Nach dem 1:0 Heimspielerfolg gegen den 1. FC Magdeburg stand am Montag direkt die nächste Trainingseinheit an. Tim Handwerker, Felix Lohkämper und Kanchi Okunuki blicken für euch nochmal aufs Spiel zurück. Gestern war ein sehr enges Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Wie ist dein Fazit? Ja, ich glaube, es waren zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir nicht so gut Druck auf den Ball bekommen und hatten dann dadurch auch unsere Probleme mit dem Ball. Und in der zweiten Halbzeit war es dann andersrum, sind super aus der Halbzeit gekommen, dann Druck gemacht mit den Fans auch und hat man einfach gesehen, dass sich ein anderes Spiel entwickelt. Hätten wir das Spiel schon früher zumachen können, wir hatten genug Chancen, wieder mehr Tore zu schießen, aber gut, dass wir zu 0 gespielt haben und dann reicht halt auch ein 1-0 und deshalb wichtiger Sieg gestern, ja. Ja, also mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, haben wir viele leichte Fehler gemacht und mit der zweiten Halbzeit aber waren wir voll zufrieden, sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben Magdeburg auch zu Fehlern gezwungen. Du bist ja fester Teil der Defensive. Wie sehr freut es dich jetzt auch gegen so einen spielstarken Gegner wie Magdeburg, die Null zu halten, auch das erste Mal in dieser Saison? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, weil ich zur Defensive gehört, da gehören alle dazu. Da gehören wirklich auch die Stürmer zu, die super Job gemacht haben. So wie wenn wir zu Null spielen, wenn wir Tore machen, gehören wir auch hinten dazu, weil wir hinten das Aufbauspiel machen. Deshalb ist das immer im Kollektiv gut und natürlich freut uns das sehr, dass wir gestern das erste Mal gegen so einen Gegner dann zu Null spielen. Liegt es daran, dass die Abläufe von Fiel jetzt immer intensiver werden oder liegt es einfach daran, dass Flo Flick das erste Mal dabei war? Ja, lag nur an Flo Flick. Also ist ein überragender Sechser und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren wieder den ersten Ballon d'Or gewinnen. Flo hat auf jeden Fall seine Sache gut gemacht und ist ein super Spieler, aber ich glaube, wenn wir jeder von uns diese Intensität geht, die in der zweiten Halbzeit geht und ja, wir uns dann ein gutes Gefühl auf dem Platz einfach arbeiten, dann ist es für jeden einfacher und deshalb sollten wir das so am besten beibehalten und dann glaube ich, kann das auch öfter klappen, ja. Mittlerweile bist du ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate hier. Wie wohl fühlst du dich mittlerweile? Wie bist du im Club angekommen? Mal so ist es. サポーター、ま、ここに最初来てびっくりしたのが、やっぱりサポーターの声援とか声量っていうのはすごいなって感じましたし、ま、あとは、ま、自分の役割的にはもっともっとゴール取らないといけないポジションですので、もっと結果を残していきたいなと思います。Jetzt habt ihr gezeigt, dass ihr auch gegen einen sehr spielstarken Gegner wie Magdeburg gewinnen könnt. War das eine gelungene Generalprobe für das Topspiel am Samstag in St. Pauli? Auf jeden Fall war das eine spielstarke Mannschaft und Pauli ist ähnlich spielstark, was ich so gesehen habe bis jetzt. Deshalb ja, war das ein guter Test. Wir wollen aber auch spielstark sein und möchten auch mit dem Ball unsere Akzente setzen. Da können wir durchaus auch noch besser werden, glaube ich. Und deshalb, das eine gehört zum anderen dazu. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir nächste Woche auch ein gutes Spiel machen können. Ja, also am Samstag, wenn man schon mal vorausblicken darf, freuen wir uns riesig drauf. Samstagabend, St. Pauli-Millerntor ist schon als Fußballer ein sehr, sehr geiles Spiel. Natürlich hat Pauli gute Ergebnisse in den letzten Wochen erzielt, aber wir haben jetzt aus dem Heimspiel auch ein bisschen Schwung. Hoffe ich, dass wir da ein bisschen Schwung mitnehmen. Und schauen wir mal und hoffen, dass wir die nächsten drei Punkte mitnehmen. Freuen wir uns auf jeden Fall.